Thor. Held vieler neuzeitlich gezeichneter, angloamerikanischer Legenden, wie auch alter Mythen der nordischen Stämme. Sohn Odins, mutigster und stärkster, oberster und mächtigster Gott der Nordvölker. Gott des Donners, Gott des Wetters, aber auch Gott der Vegetation. Beschützer von Midgard, Beschützer der Menschen. Er alleine ist in der Lage, Mjölnir zu führen. Ein Hammer, der sein Ziel nie verfehlt und immer zu Thor zurückkehrt. Thors stärkste Waffe im Kampf gegen die Riesen und allen Feinden von Asgard. Als er von den Götterschlachten in den Arenen von Smite erfuhr, konnte auch er ihnen nicht fernbleiben. Ich bin Mr. Katafi, das Let's Play in der Kaninchen. Und ich bin Leo Fair von Möbius Gaming. Wir wollen euch in diesem Guide erklären, wie ihr mit Thor einem Gewitter gleich über das Schlachtfeld fegt. Wenn ihr eigene Anmerkungen zu den Items oder Strategien für den Gott des Donners habt, dann ab in die Comments damit. Wir behandeln Thor hier so, wie er von Hyrus eingestuft wird, denn dank des Teleports und seiner Feinde häufig überrumpelnden Ult sowie der tödlichen Kombination von Stun und Damage zählt Thor als ein Assassine und ist dennoch zäh genug, einige Zeit in vorderster Front mitzukämpfen. Dass Thor ein wahrer Kriegsgott ist, erkennt man an seiner passiven Fähigkeit. Ein Loki wird den Kampf gegen mehrere Götter tun nichts scheuen, doch Thor zieht daraus nur noch mehr Kraft. Durch Warrior's Madness erhält er für jeden nahen Gegner einen Bonus auf Physical Power und schlägt somit noch heftiger zu. Mit seiner ersten Fähigkeit, Mjölnirs Attunement, hat Thor einen Allround-Skill, der kaum übertroffen werden kann. Er wirft seinen Feinden Mjölnir entgegen, welcher kurz darauf in direkter Flugbahn zu Thor zurückkehrt. Auf beiden Strecken erzeugt er dabei Schaden bei allen Zielen. Wird ein Gott dabei zweimal getroffen, erhält er zusätzlichen Extraschaden. Außerdem kann sich Thor zu jedem Zeitpunkt zu seinem Hammer teleportieren. Somit kann er durch Wände hindurch in einen Kampf hineineilen, fliehenden Gegnern nachfolgen oder aber aus verlorenen Kämpfen flüchten. Doch Mjölnir kann durch Thors Macht noch mehr. In seiner zweiten Fähigkeit, Tectonic Rift, schlägt Thor seinen Hammer so kraftvoll auf den Boden, dass die Erde vor ihm aufbricht. Getroffene Gegner werden durch die Erschütterung kurz gestunt und es entsteht für einige Momente ein Steinball, der richtig platziert lediglich Gegner am Vorkommen hindert. Doch Vorsicht, auch Freunde können Tectonic Rift nicht passieren und können dadurch behindert werden. Die ersten beiden Fähigkeiten richten Schaden in einer Linie vor Thor an. Mit dem dritten, Berserker Barrage, kommt hier nun noch Schaden im näheren Umfeld dazu. Thor wirbelt Mjölnir für 2 Sekunden lang schnell im Kreis und verletzt umstehende Gegner. Dabei kann er sich weiterhin bewegen, sodass auch fliehende Götter weiter getroffen werden können. Mit Mjölnirs Attunement ist Thor zwar in der Lage, sich über kurze Strecken zu teleportieren und Schaden anzurichten, doch hier verwendet er nur einen kleinen Teil seiner Macht. Anders sieht es bei seiner Ultimate aus. Bei Anvil of Dawn konzentriert sich Thor für eine kurze Zeit, um dann hoch in den Himmel zu springen. Hier kann er einige Sekunden verweilen und als Beschützer der Schwachen das Schlachtfeld überblicken. Sieht er fliehende Feinde oder Freunde in Not, so kann sich Mjölnir voran der Krieger wieder gen Kampf bestürzen. Wie ein Gewitter schlägt er auf den Boden auf und richtet mehr als verheerenden Schaden im Umkreis an. Außerdem werden etwaige Feinde durch die Wucht des Aufschlages für kurze Zeit gestunt. Hiermit kann Thor schnell von einer Lane in die andere eilen, um Verbündeten in größter Not beizustehen. Versucht mal nach dem Stun von Anvil of Dawn die Gegner erneut mit Tectonic Rift zu stunnen. Dann noch einen Wurf von Fähigkeit Nummer 1 hinterhersetzen und das, was noch lebt, mit ein paar Umdrehungen von Berserker Barrage behaken. Der Schaden dieser Kombination ist beachtlich und genau wegen dieser Kombination zählt auch als Assassine. Auch wenn Thor bereits die für ihn von den beiden Zwergen Sindri und Brock geschmiedete Waffe besitzt, macht ihn die im Shop kaufbare Ausrüstung nur noch stärker. Wir präsentieren euch nun einige Gegenstände, um Odins Sohn zum Schrecken des Schlachtfeldes zu machen. Je nach persönlichem Spielstil, Spielmodus und Matchsituationen können und müssen hier natürlich vielleicht Individualisierungen vorgenommen werden.
Thor ist, da er sich teleportieren und Gegner stunnen kann, ein sehr guter Jungler. Daher bietet sich hier als erstes Item Bumbas Mask an. Sie bringt euch zwar nur ein sehr kleines Lebenspolster, dafür erhaltet ihr aber, solange ihr euch im Jungle befindet, erhöhte Mana-Regeneration. Zusätzlich heilt sich Thor an jedem getöteten Camp-Monster etwas hoch. Und hilft euch jemand bei einem Buff-Camp, so bekommt ihr trotzdem so viel Gold von dem Monster, wie als ob ihr es alleine besiegt hättet. Im späteren Spielverlauf könnt ihr dieses Item allerdings wieder verkaufen und durch ein nützlicheres ersetzen. Als nächstes benötigt ihr Schuhe. Hier solltet ihr zu den Warrior-Tabis greifen. Ihr könnt euch damit nicht nur schneller bewegen, sondern auch etwas schneller angreifen. Zusätzlich gibt es etwas Physical Power und Penetration, damit ihr erste Rüstungen der Gegner gleich durchdringen könnt. Als nächstes solltet ihr euch Jotuns Ras kaufen. Dieser Morgenstern bringt euch einiges an Physical Power und zusätzliche Penetration. Außerdem erhaltet ihr etwas Mana dazu. Doch das Beste an dem Gegenstand ist die Abklingzeit, die um 25% verringert wird. Da Thor alleine schon wegen seiner passiven Fähigkeit, aber auch weil er Nahkämpfer ist, oft mitten in den Gegner stehen wird, solltet ihr euch etwas Verteidigung kaufen. Ein fantastisches Allround-Item dafür ist Hide of the Urchin. Es bringt euch sowohl einen ordentlichen Batzen Physical wie auch Magical Defense. Weiterhin bekommt ihr auch noch eine Portion Mana und Lebenspunkte dazu. Dieses Item sollte man sich allerdings relativ früh zulegen, denn wenn ihr, während ihr diesen Umhang tragt, einen Gott tötet oder dabei helft, erhaltet ihr einen Stack, der euch weitere Defense bringt. Insgesamt könnt ihr damit 10 Stacks sammeln und so weitere 20 Magical und Physical Defense bekommen. Da ihr die Stacks aber erst einmal sammeln müsst, lohnt es sich wenig, dieses Item erst ganz zum Schluss zu kaufen. Was auch immer ihr kauft, kauft euch definitiv Quint-Size. Diese beiden Schwerter bringen euch nicht nur Physical Power, sondern treiben eure Angriffsgeschwindigkeit auch ordentlich in die Höhe. Aber erst die passive Fähigkeit macht dieses Item so gut wie ein Pflichtkauf für jeden Physical. Bei jedem Standangriff richtet ihr nämlich zum normalen Schaden weiteren Schaden an. Dieser hängt davon ab, wie viele Lebenspunkte eurem Feind prozentual fehlen. Je geschwächter ein Feind also ist, desto mehr Schaden richtet ihr an. Je öfter ihr auf einen Gott einschlagt, desto mehr Schaden erhält er pro Schlag. Und da hier der prozentuale Wert an Lebenspunkten verrechnet wird, könnt ihr damit selbst das größte Lebenspolster der Tanks vernichten. Da Quint-Size selbst auch noch eure Angriffsgeschwindigkeit erhöht, ist dieses Item in sich alleine schon abgeschlossen und tödlich. Solltet ihr bemerken, dass ihr Probleme in den Kämpfen habt, so kauft euch weitere Verteidigung. Da Thor Beschützer der Schwachen ist, lohnt sich Sovereignty. Diese Rüstung verschafft euch Physical Defense und ordentlich Lebenspunkte. Zusätzlich strahlt ihr eine Aura des Schutzes aus, der umstehenden Freunden sowohl Magical wie Physical Defense bringt. Braucht ihr allerdings Magical Defense, so kauft euch Bulwark of Hope. Ihr erhaltet ebenfalls sehr viele Lebenspunkte dazu und eine ganze Menge Magical Defense. Das, auf Deutsch Bollwerk der Hoffnung, trägt seinen Namen allerdings nicht umsonst, denn sollten eure Lebenspunkte unter 25% fallen, so könnt ihr trotzdem hoffnungsfroh sein, denn eine Sekunde lang wird jeglicher weitere Schaden halbiert. Dies kann in erbitterten Kämpfen oft das Zünglein an der Waage sein und euch den Sieg bringen. Oder aber es kann euch zur geglückten Flucht verhelfen, wenn ihr dadurch genug Zeit gewinnt, bis die Abklingzeit von Mjolnirs Attunement abgelaufen ist und ihr euch durch eine Wand hindurch in Sicherheit bringen könnt. Die Wahl der Abilities hängt sehr stark vom Spielmodus, wie auch von der Match-Situation und der Gegner ab. Daher können wir euch hier nur einige Ideen geben. Solltet ihr mit Thor im Jungle unterwegs sein, so solltet ihr euch definitiv Wrath of the Gods kaufen. Hiermit könnt ihr in einem kleinen Umfeld Minions oder Jungle-Monstern ordentlich Schaden zufügen. Dies eignet sich hervorragend, um gerade die kleinen Jungle-Monster zu vernichten oder zu schwächen. Doch auch gegen den Fire Giant oder die Gold Fury ist diese Ability sehr nützlich. Haben sie nur noch 25% ihrer Lebenspunkte, so tötet ihr sie damit auf einen Schlag. In Assault solltet ihr euch hingegen möglichst Salvation kaufen. Dieses Item bringt euch Lebenspunkte und Mana wieder und gibt euch für eine Minute lang einen riesigen Batzen Mana weg. Nun mag man fragen, wieso Salvation und nicht Greater Meditation? Ja, letzteres bringt euch vielleicht mehr Lebenspunkte, aber bei Salvation erhalten auch umstehende Freunde Lebenspunkte und Mana wieder.
Da Smite ein Teamspiel ist, solltet ihr auch immer an eure Mitstreiter denken. Vor allem, da ihr alleine nicht viel gegen das komplette gegnerische Team ausrichten könnt. Weiterhin fast immer nützlich ist Greater Purification. Solltet ihr einmal von Fenrir weggetragen werden oder halten euch Skyllas Tentakelwürfe fest, so könnt ihr euch mit dieser Ability befreien. Für kurze Zeit seid ihr immun für jegliche Crowd Control und Slow-Effekte. Dies wird euch oft das Leben retten. Der Spielstil von Thor hängt stark davon ab, welchen Spielmodus ihr spielt und welche Rolle ihr einnehmt. Als Jungler solltet ihr natürlich möglichst ständig die verschiedenen Jungle Camps ablaufen. Mit Bumba's Mask und Wrath of the Gods solltet ihr auch zu Beginn des Spiels wenig Probleme im Jungle haben. Wann immer ein Freund in einer Lane aber Hilfe braucht oder aber sich ein Gank lohnt, solltet ihr zum Schrecken des Schlachtfeldes werden. Eure zwei Stunty-Gegner, mit der 1 könnt ihr euch durch die Wände hinter die Gegner teleportieren und mit der 3 richtet ihr verheerenden Schaden an, wenn ihr zwischen den Gegnern steht. Und gerade mit der Ultimate könnt ihr schnell von einer Lane zur anderen wechseln, falls es nötig sein sollte. Wer Minions lieber essen statt erschlagen will und wer gerne als zurzeit einzigster Dämon im Spiel sich mit irrwitzigem True Damage durch die Reihen der Gegner fräsen will, der kann Fressmaschine Bakasura eine Chance geben. Und wer gerne noch mehr Bewegungsfreiheit bei seiner Ult hätte und es nicht so genau nimmt, ob er mit seiner Lebensenergie oder Mana-Fähigkeiten anwendet, für den ist Totengott Thanatos der Assassine der Wahl. Damit sind wir aber nun schon wieder am Ende angekommen. Wir, Leo Fair von Möbius Gaming und Mr. Katafi danken euch fürs Zuhören. Wir stürzen uns nun Mehl trinken mit einem Zimmermannshammer, mit einem Fallschirm vom nächstgelegenen Fernsehturm und versuchen dabei eventuell vorbeilaufende Frostriesen Lars zu hitten. Vergesst das Abonnieren und Liken nicht, wir sehen uns spätestens beim nächsten Guide. Tschüss. Ciao.